Der Tag des Sieges, der da heute in Russland gefeiert wurde. Und wir erwischen uns dabei, dass wir fast schon ein bisschen erleichtert sind, dass der russische Präsident Wladimir Putin jetzt nicht noch weitere Schritte zur Eskalation unternommen hat. So zum Beispiel die Kriegserklärung oder die Generalmobilmachung. Doch die Zeichen stehen mitnichten auf Deeskalation in diesem Krieg. Warum das so ist, das wollen wir in den nächsten 20 Minuten analysieren. Beginnen wir mit einer Gegenüberstellung. Sowohl in Russland als auch in der Ukraine wird ja an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert, allerdings aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Zwei Präsidenten am Tag des Sieges. Zwei verschiedene Perspektiven auf die Geschichte. Zum Jahrestag, als der Zweite Weltkrieg endete. Ich wende mich an unsere Streitkräfte und die Milizen im Donbass. Ihr kämpft für die Heimat, für die Zukunft, damit niemand die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg vergisst, damit es keinen Platz auf der Welt mehr gibt für Henker, für Bestrafer und für Nazis. Wir werden niemandem erlauben, diesen Sieg zu annektieren. Unser Feind träumte davon, dass wir uns weigern würden, den 9. Mai und den Sieg über den Nationalsozialismus zu feiern, damit das Wort Entnazifizierung eine Chance bekommt. Selenskyj zieht heute Parallelen. Die Ukraine werde ihr Land von russischer Besatzung befreien wie einst vom Naziregime. Auch Putin zieht Parallelen, um seinen Krieg zu rechtfertigen. Er verwebt das Gedenken an den Krieg der Vergangenheit mit dem Krieg der Gegenwart. Der Westen habe die Ukraine aufgerüstet, behauptet Putin, eine Invasion geplant. Belege dafür liefert er nicht. Die Trauer um die Opfer des Zweiten Weltkriegs unter Putin wird sie instrumentalisiert. Der 9. Mai als politisches Werkzeug, ein Kriegsfeiertag. Heute verteidigt ihr, wofür eure Väter, Großväter und Urgroßväter schon gekämpft haben. Das Wohl und die Sicherheit unserer Heimat war für sie seit jeher der wichtigste Zweck im Leben. Das Wichtigste heute ist das, was Putin nicht sagt. Keine Generalmobilmachung, keine Kriegserklärung, keine nuklearen Drohungen, keine Siegeserklärung. In der Vergangenheit war der 9. Mai noch ein Tag ohne konkretes Feindbild, ein Familienfeiertag, um zu erinnern. Von Putin genutzt, um seine Ideologie zu stärken. Bereits gestern, am 8. Mai, hatte sich der ukrainische Präsident mit diesem Video gemeldet. Bewusst an dem Tag, an dem der Westen das Ende des Zweiten Weltkriegs feiert. Es hat nicht einmal ein Jahrhundert gedauert. Unser Nie wieder dauerte nur 77 Jahre. Das Böse wurde wiedergeboren. Das verstehen alle Länder, die die Ukraine unterstützen. Und trotz der neuen Maske der Bestie erkennen wir sie wieder. 77 Jahre nach Kriegsende ist es Putins Russland, das wieder Krieg führt, Soldaten in die Ukraine geschickt hat. Für Russland, für den Sieg. Den Überfall auf die Ukraine stellt er dem Krieg gegen Nazi-Deutschland gleich. Ein bewusster Missbrauch der Geschichte, um das russische Volk hinter sich zu vereinen. Das wollen wir jetzt noch einmal vertiefen mit dem Osteuropa-Historiker Karl Schlögl. Er ist uns live aus Berlin zugeschaltet. Guten Abend, Herr Schlögl. Guten Abend. Wir haben es ja gerade im Beitrag gehört. Keine Kriegserklärung, keine Generalmobilmachung. Heißt das für Sie jetzt möglicherweise, es geht um Deeskalation oder gar Rückzug? Nein, ich glaube, wir wissen gar nicht, was morgen, übermorgen oder in den nächsten Wochen passiert. Was wir heute gesehen haben, war wie immer eine perfekt organisierte, choreografierte Parade. Es ist klar, dass die Parade, die Putin sich gewünscht hätte, nicht stattgefunden hat. Eigentlich wollte er ja eine Siegesparade auf dem Kreschatik in Kiew oder vielleicht in Mariupol durchführen. Das hat nicht funktioniert. Stattdessen gab es eine etwas reduzierte Fassung der üblichen Parade in Moskau. Was er gesagt hat, ist, glaube ich, ziemlich eindeutig. Er stellt sich wieder da als Opfer, während er in Wahrheit doch den Krieg geführt hat. Die Truppen, die russischen Truppen stehen in der Ukraine und nicht ukrainische Truppen in Russland. Also diese Umkehrung von Opfer und Täter, von Angreifer und Verteidiger. Das Zweite, was er gesagt hat, er verteidige heimisches, unser Land. Das ist wieder diese alte und von ihm lange vorgetragene Theorie, dass es eigentlich in der Ukraine um Verteidigung russischen Landes gehe, also der russischen Welt.
Und letztlich, er hat gesprochen und er hat einen vom Ruhm der russischen Kriegsführung gesprochen, angefangen, er geht weit zurück in die Kiewer Rus von Sviatoslav bis hin zu den Generälen des 20. Jahrhunderts. Und was ich bemerkenswert fand, ist, dass er sogar einen General Alexei Brusilov genannt hat, also einen General, der im Ersten Weltkrieg eine bedeutende Offensive geleitet hat, die den Österreichern schwerste Verluste beigefügt hat. Und ich weiß nicht, ob man das interpretieren kann als Hinweis, dass Galizien, also die heutige Westukraine, noch einmal zum Schlachtfeld gemacht werden soll. Putin, vielleicht eine kurze Zwischenfrage. Der russische Präsident hat ja diesen 9. Mai, diesen Feiertag, zum wichtigsten nationalen Feiertag in Russland erhoben. Hat er jetzt ganz besonders an sein Volk gesprochen? Und wenn ja, welche Botschaft hat er dem Volk verabreicht? Es gab einmal diese Gedenkminute und dann hat er eine ziemlich lange Passage gehabt, in der es um Opfer, um Verwundete, um Ärzte, um Krankenschwestern ging, die jetzt im Krieg geholfen haben. Er hat vom Heroismus, aber eben von den Opfern gesprochen. Und meines Erachtens bedeutet das, dass er die Bevölkerung Russlands einstimmt darauf, eben, dass man mit Opfern zu rechnen hat und dass der Krieg weitergehen wird. Sie bekennen sich ja auch persönlich ganz klar zu der Haltung, dass der Westen auch schwere Waffen an die Ukraine liefern sollte. Sie haben einen Brief unterzeichnet als Reaktion auf den Brief von Alice Schwarzer. Die Deutschen sind in dieser Frage geteilter Meinung. Warum sollte Deutschland Ihrer Meinung nach schwere Waffen an die Ukraine liefern? Ich finde es eigentlich ganz klar, dass man einer angegriffenen Nation und einer Bevölkerung, die bedroht ist, ihre Kultur zu verlieren, deportiert zu werden, vergewaltigt zu werden, dass man diesem Volk beisteht. Das finde ich die natürlichste Reaktion der Welt. Und ich finde, dass die Deutschen mit ihrer großen Hilfsbereitschaft das auch gezeigt haben. Und mit dem Brief von Alice Schwarzer kann ich gar nichts anfangen. Mir kommt das so vor, als hätten die Unterzeichner, als wären sie sehr weit weg von dem Schauplatz und ein bisschen so die Generosität eines kolonialen Blicks, wo man anderen empfiehlt, dass sie sich ergeben sollen. Man gibt ihnen den Rat zu kapitulieren. Das ist nicht meine Sache und ich finde, wir sollten den Ukrainern beistehen. Vielen Dank, Karl Schlögel, live aus Berlin, auch für diesen historischen Blick auf die heutige Rede von Wladimir Putin. Jetzt möchte ich gerne erfahren, wie diese Rede auch beim russischen Volk angekommen ist. Dazu bin ich verbunden mit unserer Korrespondentin Ina Ruck. Sie ist uns live aus Moskau zugeschaltet. Ina, Sie haben das ja heute auch den Tag über verfolgt. Wie ist denn Putins Rede bei den Menschen im Land angekommen? Das ist ehrlich gesagt überhaupt nicht leicht rauszufinden, denn kaum jemand sagt hier wirklich seine Meinung, wenn man ihn zum Beispiel auf der Straße mit einer Fernsehkamera fragt. Aber ich denke, eine ganze Menge von vor allem Männern sind erleichtert sicherlich, dass die Mobilmachung ausgeblieben ist. Manche werden sich auch gewundert haben, warum Putin plötzlich über Verletzte, Verwundete und sogar Gefallene spricht. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Kreml verstanden hat, dass das Thema ist in der Gesellschaft, dass man es nicht mehr verschweigen kann. Aber auch, wir haben es gerade gehört, möglicherweise ein beunruhigendes Anzeichen dafür, dass der Präsident sein Volk auf mehr solcher Verluste einschwört jetzt. Der russische Präsident hat ja auch wieder Narrative platziert, die überhaupt keine Belege haben. Zum Beispiel, dass der Westen einen Einmarsch gegen Russland geplant hätte. Verfängt denn sowas bei der Bevölkerung? Man wundert sich, was hier alles verfängt, ehrlich gesagt. Also die Ukraine werde von einem Nazi-Regime regiert, glauben ja tatsächlich sehr viele. Die Russen würden seien dort jahrzehntelang unterdrückt worden. Auch das wird geglaubt. Und diese Legende vom Westen, angeführt von der NATO, der sich zusammenschließt, um Russland zu staden und zu in die Ecke zu drängen, die schweißt die Leute sogar noch viel mehr zusammen. Also ich fürchte, das verfängt sehr wohl und sehr gut hier. Die Berichterstattung über diese Feierlichkeiten heute in den russischen Medien, die wurde ja auch durchaus von kritischen Tönen gestört. Können Sie uns dazu mehr sagen?
Ja, tatsächlich. Es gab heute Morgen einen Vorfall, dass ein Fernsehsatellitensender offenbar gehackt wurde für kurze Zeit. Da ist dann anstelle der Übersichtstafel über die Programmpunkte stand dann anstelle der Titel der einzelnen Programmpunkte Antikriegsbotschaften, wie zum Beispiel Eure Hände sind in Blut gewaschen. Das Ganze war nicht lange auf dem Satelliten, aber immerhin. Und es gab noch einen ganz bemerkenswerten Vorfall. Zwei Mitarbeiter eines beliebten Online-Newsportals hier Lenta.ru, ein Redakteur, eine Redakteurin, haben tatsächlich mehr als 20 Putin-kritische Artikel hochgeladen. Auch die waren nicht lange auf der Website, aber sie waren da. Viele Leute haben das gesehen und das heißt ja, ist ein Signal für all die anderen hier, die sich noch verstecken. Es gibt tatsächlich Andersdenkende im Land. Können Sie vielleicht noch was dazu sagen für diese Andersdenkenden? Das sind ja Aktionen. Wir haben auch schon mal die Journalistin gesehen, die in einer Live-Sendung dann hinter dem Moderator langgerannt ist. Wie stark sind die Repressalien gegenüber solchen Formen des Widerstands? Das muss man sehen. Heute sind zum Beispiel 120 Menschen hier im Land festgenommen worden, weil sie nur mit einem kleinen Protest gegen Putin auf die Straße gegangen sind. Einer hat sich mit einem Schild in eine Provinzstadt hingestellt, auf dem nur Frieden stand. Auch der wurde festgenommen. Also man will das hier eigentlich nicht zulassen. Und was den beiden Journalistinnen und Journalisten, also den beiden, dem Mann und der Frau, passieren wird, werden wir jetzt sehen. Vielen Dank, Ina Ruck, live aus Moskau, für diesen russischen Blick auf diesen besonderen Tag heute. Ja, in der ganzen Welt wurde die Rede von Wladimir Putin ja mit Spannung erwartet. Natürlich auch in der Ukraine, so wie in der ukrainischen Großstadt Dnipro. Dort haben diese Menschen aus dem umkämpften Mariupol Schutz gefunden und haben sich heute die Rede von Wladimir Putin auf ihrem Computer angeschaut. Die Stimmung ist angespannt, als Christina und ihre Freunde sich in einem Kulturzentrum in der Stadt Dnipro treffen, um Putins Rede zu verfolgen. Zuvor hatte es viel Spekulationen gegeben, ob Russlands Präsident heute die Generalmobilmachung anordnen würde. Doch dann kommt nichts dergleichen. Und bei den vier jungen Ukrainern wird aus der Anspannung Verachtung. Diese Parade sollte überhaupt gar nicht stattfinden. Ich denke, Russland benimmt sich wie ein beleidigtes Land. Sie wollen unbedingt etwas für sich bekommen. Und diese Beute, die sollen wir sein. Ich meine, die sollten alle mal zum Psychologen gehen. Christina stammt wie ihre Freunde aus Mariupol. Wochenlang musste sie dort im Keller ihres Hauses ausharren. Nur um Trinkwasser aus einem Springbrunnen zu holen, ging sie raus. Doch als auch das wegen des Dauerbeschusses immer gefährlicher wurde, machte sich die 30-Jährige Ende März zu Fuß auf die Flucht. Natürlich war das furchtbar, aber ich habe versucht, die Angst zu verdrängen. Ich wollte einfach nicht voller Angst sterben. Auch im inzwischen besetzten Mariupol hat Russland heute eine Parade abgehalten. Dass die Teilnehmer dort alle ganz freiwillig dabei waren, hier mag das keiner so recht glauben. Wenn ich diese Bilder sehe, dann weiß ich, dass das alles inszeniert ist. Diese Menschen werden wahrscheinlich dafür bezahlt. Die sollen mal lieber zeigen, wie sie uns angeblich befreit haben. Die Häuser sind zerstört, es liegen Leichen rum und dann machen die so eine Pseudoparade. Unterdessen wird weiter erbittert auf dem Gelände des Azov-Stahlwerks gekämpft. Die ukrainischen Kämpfer im Werk werden zunehmend verzweifelter, erzählt uns Julia Nikolautschuk, deren Vater einer der Verteidiger des Werks ist. Heute Morgen hat sie zuletzt mit ihm schreiben können. Sie werden von überall beschossen, von Schiffen, aus der Luft, vom Boden. Und ich weiß nicht, wann ich noch einmal Kontakt zu ihm kriege. Er sagt immer nur, es ist alles okay, er verrät nicht viel. Wenn wir ihn aber mal für eine Minute sprechen können, wird klar, wie verzweifelt er ist. Nur die internationale Gemeinschaft könne ihrem Vater und seinen Kameraden jetzt noch helfen, so Julia. Auch wenn Mariupol eines Tages von der Besatzung befreit werden sollte, Maxim sieht in seiner Heimatstadt keine Zukunft für sich. Selbst wenn die Stadt eines Tages wieder aufgebaut werden wird. Wir bitten, die schlechte Qualität des Beitrags zu entschuldigen. Er ist uns tatsächlich jetzt gerade erst aus Dnipro, aus der Ukraine, zugespielt worden. Aber ich glaube, es ist deutlich geworden, was die Situation vor Ort, wie die sich darstellt. Es ist die 11. Woche des russischen Angriffskriegs, der sich seit dem 24. Februar in unterschiedlichen Phasen weiterentwickelt hat. Gucken wir mal auf die militärische Entwicklung in diesen 2,5 Monaten.
In den ersten 4 Wochen rücken die russischen Truppen von Norden, Osten und Süden vor. Im Norden erreichen sie die Vororte von Kiew, im Osten kommen sie nach Charkiw und im Süden besetzen sie in kürzester Zeit strategisch wichtige Städte wie Melitopol und Berdjansk. Einen Monat nach der Invasion stagniert der Vormarsch auf russischer Seite. Die russischen Truppen haben offenbar massive logistische Probleme. Dadurch können die ukrainischen Truppen vor allem im Norden Gebiete zurückgewinnen und das russische Militär dort verdrängen. Anfang April muss die russische Seite ihre Strategie ändern. Zunächst sammelt sie ihre Truppen in den eroberten Gebieten im Osten. Dann startet sie den Versuch einer Großoffensive, um weiter rund um die bereits besetzten Gebiete im Donbass vorzurücken. Vor allem der Norden des Donbass und der Süden um Saporischschja sind hart umkämpft. Russland versucht mit der verbliebenen militärischen Macht im Donbass vollständig vorzudringen. Ja, die Frage ist nur, wie gut kann Russland bei diesem Ziel vorankommen und reichen die militärischen Möglichkeiten dafür aus? Seit rund 3 Wochen konzentriert sich die russische Armee auf den Osten der Ukraine, die Donbass-Region. Trotzdem kommt sie hier nicht so recht voran. Nach 20 Tagen dieser Großoffensive, die wir alle erwartet und gefürchtet hatten, können wir sagen, sie findet nicht statt. Es gibt keine Großoffensive im Stile des Zweiten Weltkriegs. Wir sehen, dass Russland auf allen großen Angriffslinien im Donbass feststeckt. Zum wiederholten Mal in diesem Krieg zeigen sich Schwächen der russischen Armee. Ungefähr ein Viertel der Einheiten hat so hohe Verluste, dass sie nicht mehr einsatzbereit sind. Und es sind ja ungefähr die Hälfte der Bodentruppen Russlands in diesem Krieg mittlerweile drinnen. Wir sehen aber auch, dass es sozusagen bei den qualitativen Faktoren Probleme gibt. Also sowas wie Taktik, Kommunikation, Kommandostrukturen und auch Moral beispielsweise. Gleichzeitig schafft es die ukrainische Armee sogar, Gebiete zurückzuerobern, so wie hier in der Nähe von Charkiw im Nordosten des Landes. Eine große Gegenoffensive der Ukraine gibt es aber nicht. Natürlich könnte die ukrainische Armee in eine Art Offensive gehen, aber es würde uns viele Verluste zufügen, was Menschenleben und Waffen angeht. Derzeit ist es für die ukrainische Seite viel klüger, hinter den Verteidigungslinien zu bleiben und das russische Militär weiter auszulaugen. Mit der Zeit aber, so glaubt Militärexperte Ponomarenko, werde es zu ukrainischen Gegenoffensiven kommen, auch dank der Lieferung westlicher Waffen. Russland wiederum könnte seine Truppen noch weiter aufstocken mit einer teilweisen Mobilmachung. Die würde es der russischen Streitkräften erlauben, Wehrpflichtige in den Einsatz zu schicken. Es würde auch erlauben, dass Zeitsoldaten ihren Vertrag nicht kündigen können in der Zeit und die Reservisten einzuberufen. Das wäre aber wirklich eher so in einer längeren Perspektive dann etwas, was sich bemerkbar macht. Denn diese Leute müssen ja erstmal wieder in das Militär integriert werden, ausgestattet und geübt werden. Trotz aller Schwächen, man dürfe die russische Armee nicht unterschätzen, sagt die Militärexpertin. Schrittweise Fortschritte Russlands seien möglich. Einen klaren Sieger in der Schlacht um die Ostukraine scheint es aber nicht zu geben. Ein längerer Kampf deutet sich an. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Sie ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag und uns live aus Berlin zugeschaltet. Guten Abend. Guten Abend. Sie haben ja den Kanzler in den vergangenen Wochen häufig kritisiert, ihm Zögern vorgeworfen. Nun hat der Bundestag vor 1,5 Wochen der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine zugestimmt. Ist denn schweres Gerät schon vor Ort angekommen? Ja, der Bundestag hat in breiter Mehrheit zugestimmt. Das ist eine wirklich gute Nachricht, weil damit die Regierung den Auftrag hat, genau das zu tun, schwere Waffen zu liefern. Das machen wir nicht alleine, das machen wir im Kontext natürlich mit den Europäerinnen und Europäern. Aber ja, es wird vieles vorbereitet und das geht nicht ganz so schnell, wie wir gerne hätten, weil die Bundeswehr hat erstens mal nicht so viel Material, sonst bräuchten wir das 100-Milliarden-Paket nicht. Gleichzeitig ist die Industrie gefordert, wo einiges ist. Da gehört aber auch Munition dazu. Also das Bittere ist an der ganzen Sache, dass wir sehr, sehr, sehr viel Zeit verloren haben. Das hätten wir alle schon auf den Weg bringen können, aber jetzt läuft es. Also schweres Gerät ist noch nicht angekommen, entnehme ich Ihrer Antwort. Wie lange wird das noch dauern?
Das kann ich jetzt nicht bestätigen, dass Sie das aus meiner Antwort hören. Da bitte ich auch um Verständnis. Wir wollen ja hier nicht live von den Farben nun erzählen, wann was ankommt. Das ist ja auch sicherheitsrelevant. Aber Sie können sicher sein, dass da unter Hochdruck gearbeitet wird. Aber in dem Kontext ist die Industrie gefragt. Und das Zweite ist natürlich der berühmte Ringtausch, dass die Osteuropäer ihr Material umgehend der Ukraine zur Verfügung stellen und sie dann sukzessive Material von uns bekommen. Das allerdings kann sehr schnell passieren. Das Material ist da. Die Ukrainer kennen diese Waffentypen und das kann auch sofort eingesetzt werden. Nun ist es ja so, Deutschland will neben Flugabwehrpanzern auch Panzerhaubitzen liefern. Was sagen Sie den Menschen, die Angst haben, dass Deutschland möglicherweise mit in diesen Krieg hineingezogen werden könnte, wenn wir immer mehr schwere Waffen liefern? Ich habe großes Verständnis dafür, dass Menschen Angst haben. Aber ich sage auch, wenn wir nichts tun, dann müssten wir noch größere Angst haben. Wladimir Putin hat heute noch mal ganz klar erklärt, dass er, auch wenn er den Namen Ukraine nicht in den Mund genommen hat, letztlich glaubt, gegen Nazis zu kämpfen. Er möchte die Ukraine von der Landkarte tilgen. Und das ist eine Frage von Demokratie, von Freiheit. Und das berührt uns alle. Das berührt uns in Europa. Das berührt die ganze freie westliche Welt. Nicht umsonst schauen auch Australien, Japan, Neuseeland, alle schauen hierher, weil diese Werte von Demokratie und Freiheit und Menschenrechten sind ja die Werte, die übrigens gerade heute 77 Jahre nach dem barbarischen Krieg ja Werte sind, für die wir letztendlich auch kämpfen müssen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Ukraine alle zusammen unterstützen. Und gerade dieser Krieg, von dem wir ausgehen, dass er noch lange geht, das war ja auch in der Bemerkung von Putin zu merken, der jetzt sein Volk auch einschwört darauf, dass mehr Soldaten fallen. Und glauben Sie mir, es sind sehr, sehr, sehr viele Russen bisher gefallen, dass wir entsprechend wehrhaft und wehrwillig sein müssen. Das ist ein historischer Augenblick, ob wir in der Lage sind, auch unsere Freiheit zu verteidigen. Nun war ja gestern die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas in der Ukraine vor Ort. In Kürze soll die Außenministerin Annalena Baerbock reisen. Was ist denn Ihrer Meinung nach richtig? Reichen da Zusagen der Solidarität oder müssten da weitergehende Zusagen gemacht werden? Was meinen Sie? Nein, ich glaube, die Zeit ist vorbei, wo man ausschließlich hinfährt. Natürlich ist es wichtig, auch diese Bilder, die geschickt werden. Aber die Menschen, die zum Beispiel in Mariupol in dem Kraftwerk sitzen, in dem beschossen werden, die haben nicht viel davon, wenn ständig jemand anreist, sondern die brauchen konkrete Hilfe, militärische Unterstützung. Und ich sage Ihnen das auch in aller Deutlichkeit, das ist nicht einfach, sich jeden Tag damit zu beschäftigen. Auch wir alle, die wir darüber zu entscheiden haben, haben Kinder, Enkelkinder. Aber genau darum geht es, nämlich der Ukraine wirklich zur Seite zu stehen in diesen harten Zeiten, um letztendlich auch unsere Freiheit zu verteidigen. Das muss man immer wieder erklären. Und mein großer Wunsch ist natürlich, dass wir bei dem Thema auch dranbleiben. Denn wenn der Krieg noch lange geht, und ich befürchte, das wird er tun, dass dann auch eine gewisse Müdigkeit aufkommt, dass man diese Bilder nicht mehr sehen will. Aber es geht um sehr, sehr viel. Und deswegen appelliere ich daran, dass Sie darüber berichten, wir die richtigen Entscheidungen treffen. Die Ukraine weiß, dass Deutschland an der Seite steht. Danke, Frau Strack-Zimmermann, live aus Berlin. Und ja, viele Experten gehen ja von einem längeren Abnutzungskrieg aus, der uns jetzt in der Ukraine bevorsteht. Das war unser Brennpunkt für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Um 22 Uhr bringen Sie die Tagesthemen wieder auf den aktuellen Stand. Hier geht es jetzt direkt weiter mit Hart aber fair und natürlich auch mit dem Thema, was sind Russlands weitere Pläne im Krieg gegen die Ukraine? Frank Plasberg, bitte übernimmt. Ja, vielen Dank, Ellen Eni. Guten Abend. Herzlich willkommen zu Hart, aber fair. Schön, dass Sie da sind, auch hier im Studio heute Abend. Ja.